Ich möchte Auskunft geben in meinem Atelier in einem alten Schulgebäude. Hier sind zwei Arbeiten zu sehen aus dem letzten Jahr und aus diesem Jahr, eine davon noch nicht fertig, noch im Prozess. Zu Beginn des Prozesses steht immer die Zeichnung. Die Zeichnung ist Ideengeber. Ich zeichne ausschließlich auf Reisen, weil ich nur dann die neugierige Grundhaltung habe und auch die absolute Konzentration. Diese Zeichnungen sind dann im Atelier um mich herum. In Hunderten von Skizzen entwickle ich eine Grundidee, eine Grundkomposition, die Haltung der Figur und die Zuordnung der Bildgegenstände. Wenn ich etwas Klarheit über diesen Rhythmus habe und die Abstände zueinander, wechsle ich zu der Leinwand und taste mit Kohlelinien diese Ausdehnungen, die Maßstäbe, vor allem auch die Randbezüge an. Wie stoßen die Dinge gegen den Bildrand oder überschneiden ihn? Wieder eine Stufe weiter weiß ich dann, wo präzise die Bildgegenstände liegen, und dann setze ich sie mit Graphit. Dann folgt die Farbe. Eitempera ist ein zähflüssiges Bindemittel und es ermöglicht mir grafische Setzungen, monochrome Setzungen. Ich liebe das, dass ich dort eine andere Realitätsebene habe im Bild. Am Ende des Prozesses steht der Einsatz der Ölfarbe, die ist hochpigmentiert und ermöglicht mir diese überaus realistische Oberflächenbeschreibung. Sie ist lange verreibbar und ja, für mich extrem lustvoll in der Farbwirkung. Dieser Prozess ist allerdings überhaupt nicht von Anfang an genau geplant, sondern immer offen. Jedes einzelne Ding wird wieder verschoben, dehnt sich anders aus, es wird ergänzt und weggelassen. Also es ist kein sozusagen Wiederholen eines inneren Traumbildes oder einer Vision, sondern eine tagebuchartige Entwicklung über ein Jahr hin. Meine Objekte sind immer um mich herum. Ich arbeite nicht mit fotografischer Vermittlung. Ich muss die Dinge ertasten können, ich muss sie riechen. Ich brauche auch einen einheitlichen Lichteinfall, der immer von rechts durch das Fenster kommt. Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich mit den Objekten agiere, dass ich sie so platzieren kann, dass sie auf Blick zeigen oder im Unterblick gesehen werden können. Ich krieche wirklich in die Objekte hinein, also sie sind mir extrem nah, bis auf 10, 20 Zentimeter, und ich brauche diese ganz große Nähe. Die Objekte, das ist die Selbstfigur, und die Dinge, die dazugeordnet werden, sind ja, man könnte sie beschreiben wie eine Installation in einem kargen Raum. Ich fokussiere vollkommen das für mich Wesentliche und lasse das Marginale zwischen den Dingen weg. Ich liebe die Fläche und den Illusionsraum, den ich darauf erzeugen kann. Auf der Fläche gelingt es mir, vielleicht die dritte Dimension und die vierte Dimension im Kopf zu erzeugen. Also die dritte Dimension, dass wir wirklich das Gefühl haben, man könnte die Dinge verschieben oder man könnte sie anfassen. Und Zeit ist tatsächlich durch die Fülle von Denklinien auch spürbar.
Ich habe oft darüber nachgedacht, weil mir das auch oft vorgeworfen wird, dass ich nicht aus der Fläche hinaustrete in den Raum und Installationen in Ausstellungen inszeniere. Ich habe das ausprobiert mit meinen präparierten Tieren, zum Beispiel, oder mit meinen Stoffen und Objekten, die ich also neben die Leinwand und in den Raum ausbreite. Ich habe das nach langem Nachdenken wieder verworfen, weil ich ja den Illusionsraum habe, der so abstrakt und komplex ist und wo sich alles im Kopf abspielt. Warum sollte ich diese Realitätsebene fast didaktisch durchbrechen? Und das erschiene mir wie eine Versimplizierung. Die Magdalena am Krater, so nenne ich das Bild, ist im Laufe des letzten Jahres entstanden, wozu mich Tilman Riemenschneider mit seiner Magdalena im Bayerischen Nationalmuseum extrem angeregt hat. Zentral ist die Magdalena in der Mitte. Um sie herum scheinen die Bildobjekte fast zentrifugal wegzufliegen. Es ist eine sehr explosive Komposition. Im unteren Bereich gibt es eine Art Loch, man könnte auch sagen Krater, so habe ich das Bild am Krater genannt. Es findet ja eine Situation statt, fast wie nach einer Bombenexplosion. Die Objekte sind aber nicht raumlos angeordnet. Es ist so, dass sie im unteren Teil des Bildes zunehmende Aufsicht haben und im oberen Teil des Bildes unter die Objekte blicken kann. Also es ist schon eine räumliche Erfahrung, die sich hier spiegelt. Magdalena ist behaart und entzieht sich durch diese Behaarung in ihrer Weiblichkeit und in ihrer Sexualität. Das hat mich sehr gereizt. Umgeben ist sie von einer solchen Fülle von Gegenständen, die unvereinbar scheinen und eigentlich jeden, mich selbst auch, überfordern. Ich gehe davon aus, dass wir ständig mit einer solchen Fülle von Informationen, Eindrücken, Erzählungen konfrontiert sind, die verarbeiten müssen, dass wir keine Eindeutigkeit herstellen können. Ich auch nicht in meinen Bildern. Es ist ein permanenter Versuch, mit all diesen Erfahrungen und Erlebnissen umzugehen, sie miteinander in Verbindung zu bringen, sie in eine labile Ordnung zu überführen. Diese Bereiche stammen aus Gewalt, Informationen und Erfahrungen, aus Endlichkeitsgefühlen, aus Körpergefühlen sind sie gespeist, natürlich auch massiv aus Alltagserleben. Es gibt zentrale Themen in dem Bild. Über Jahre beschäftige ich mich jetzt mit den jüngsten Gerichten aus der Kunstgeschichte. Hieronymus Bosch ist sicher der größte Impulsgeber, aber auch die Spätgotiker aus den Niederlanden. Ich liebe die über alles und habe übernommen das Aufsteigen und Fallen von Figuren, der Selbstfiguren in dem Fall. Es geht natürlich um die Endlichkeit, etwas, was extrem gegen die Erwartungshaltung der Menschen heute spricht, weil es ja nun eine Schönheitsoptimierung gibt, ein ständiger Versuch, die Alterungsprozesse zu negieren. Und ich habe mich dazu entschieden, sie zentral in allen Dingen werden zu lassen, also auch in meinem Körper. Man merkt das, dass das jüngste Gericht auch spielerisch aufgegriffen wird durch die vielen Plastikmarien oder auch Schädel, die in meinen Bildern vorkommen. Dann ein sicher permanent großes Thema, die Sexualität. Ziemlich brutal sind die geöffneten Beine, umhüllt von einer Strumpfhose, die aber zerschnitten scheint, wo es hineinschneidet. Es gibt eine zweite Stelle, die nicht dominant ist, aber sehr wesentlich. Zwei Marien legen sich in den Intimbereich der großen zentralen Figur. Krieg die Informationen dringen ständig auf uns ein. Ich möchte damit umgehen, aber durch Stellvertreterfiguren. Ich habe mir eine große Armee angelegt an Plastiksoldaten. Hier tragen sie Maschinengewehre und verkörpern für mich die
die Aggressivität, Gewalt, auch die Tötungsversuche. Das Bild weist überall Grundstrukturen von Hakenkreuzen auf. Ich gehe damit um, dass ich es entsetzlich finde, wie ja, der Antisemitismus wieder um sich greift. Und das ist eine Möglichkeit, durch diese formale Struktur darauf zu reagieren für mich. Grundsätzlich ist es immer so, dass die christliche Ikonografie, die antike Mythologie, die Fabeln und die Märchenwelt eine Rolle spielen in meinen Bildern. Sie ermöglichen mir den Zugriff auf Dinge. Und der Hund ist in meine Bilder jetzt gekommen, in den letzten zwei, weil er der Frau im Mittelalter als Treuehund bei Grabmalen zur Seite gelegt wird oder an die Füße gelegt wird. Das war für mich eine Möglichkeit, ihn aufzugreifen und mit diesem Hund umzugehen. Man darf aber nicht vergessen, dass neben all diesen schweren Themen auch der Witz hineinkommt und die Komik, indem ich Elemente aus der Banalität, aus dem Alltag oder aus dem Comic verwende. Wenn man genau hinschaut, sieht man kleine Häschenfiguren oder Herzchen oder Bewegungszeichen aus den Comics. Da sind natürlich eben auch Früchte und Plastikmarien, sozusagen den täglichen Nippes, den gibt es in meinen Bildern auch. Seit Anfang dieses Jahres arbeite ich an einem Bild, das noch keinen Titel hat. Es ist massiv von diesen Krisenzeiten geprägt, weil ich glaube, dass ich noch nie einen so starken Zerfall thematisiert habe. Ich habe die große Hoffnung, dass durch die Grundanlage von Reigenformen und auch wieder so einer zentrifugalen Bewegung all diese fast auseinanderdriftenden Elemente noch zusammengehalten werden können. Ich mag noch nicht sehr viel darüber sagen, aber was man schon erkennt, sind eine Hand in einer Art Abschiedsgestus mit den Wundmalen Christi darauf, konstruiert aus dem Beschuss mit Granatapfelkernen, die eine gewisse Blutigkeit hinterlassen. Es gibt den Granatapfel als halbierte Form aus dem Bereich der Bibel, nämlich dem Erkenntnisapfel. Es gibt wieder, wie in ganz vielen Bildern, das Ausprobieren von Zweigeschlechtlichkeit. Ich performe mich, ich nehme diese Möglichkeit auf, zwei Geschlechter in einem Bild zu vereinen. Ich finde es großartig, dass mir extrem viel Zeit zur Verfügung steht, dass ich alle Zeit nutzen kann für meine Bilder, die ich brauche. Diese Arbeitsphasen haben sich leider noch mal verlängert, also verlängern sich im Laufe meines künstlerischen Lebens immer weiter. Um mal eine Dimension zu sagen, die Magdalena am Krater ist über ein ganzes Jahr und wenn man das hochrechnet, 1500 Stunden entstanden. An dem neuen Bild, das ja nur eine kleine Leinwand ist, habe ich jetzt auch schon über 1000 Stunden gearbeitet. Wenn man solche langen Zeiten mit einem Bild verbringt, ist es klar, dass ich erst mal selbst, aber dann vor allem auch der Betrachter, das nicht schnell entschlüsseln kann, weil es eine Art Bildroman ist. Es ist praktisch die Schreibezeit, die manche Autoren brauchen für ein Buch. Es sind nicht vorgegebene Leselinien, aber man braucht die bewegte Wahrnehmung, um verknüpfen zu können, um Wegen nachspüren zu können und selbst die Elemente zusammenzuziehen durch die Gedanken. Ich habe für mich akzeptiert, dass permanent der Zweifel mich auch hemmt und meine Grundstimmung ist auch die des Endlichseins, der Uneindeutigkeit, aber ich agiere, ich setze skulptural und ich feiere in den Dingen die Schönheit des Lebens.